In einer Zeit, in der YouTube mehr ist als Tutorials oder Prankvideos. Hallo, Captain, wir sind live! In einer Zeit, in der YouTube nicht mehr nur eine Nische für stumpfen, geistigen Dinches ist. In einer Zeit, in der politische Korrektness einen höheren Stellenwert hat als die subjektive Meinung. In so einer Zeit macht sich ein Junge auf die Reise, um YouTube Deutschland zu sagen, Hallo, hier bin ich und ich stelle Unterhaltung und Humor über moralische Werte oder so. Alles in allem bleibt nur zu sagen, der Captain ist da. Captain America, ich schlag dich rot und blau. Captain America, Captain America, Captain America, ich bin ein Held hier. Wie Captain... Kann jemand mal das Ding ausmachen? Danke. Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, meine Freunde. Falscher YouTuber. Ich möchte euch begrüßen. Mein Name ist Dani, aka Leash, aka Captain Leash, aka Halt dein Maul. Warum? Was soll das? Keine Ahnung. Ich habe mich dafür entschieden, ab jetzt mit YouTube anzufangen, wegen Geld. Ich habe gemerkt, einfach in der Zeit, ich laber viel gerne. Perfekt, ich laber viel gerne. Und ja, ich habe gemerkt, ich brauche irgendwo mal ein Sprachrohr, wo ich mich irgendwo auch mal kreativ entfalten kann. Das ist kreativ bestimmt. Da dachte ich mir, YouTube ist, glaube ich, ein neues Format, wo man sowas machen kann. Letztes Jahr habe ich ja, sage ich mal, schon teilweise Musik rausgeballert. Möchte ich dieses Jahr auch wieder mehr machen. Dieses Jahr kommen, sage ich mal, 4 Singles ungefähr. Und ich habe dann noch ein größeres Projekt geplant. Für mich ist es ein größeres Projekt, für andere wahrscheinlich nicht. Aber wenn ich schon damit anfangen muss, perfekt. Ich habe mir das Handbuch für YouTuber gekauft. Aus was für einem Grund? Naja. Ich dachte, das hilft mir wegen was, aber es hat mir nicht geholfen. Muss ich sagen, es ist ein ganz gutes Buch. Wenn man es vor 5 Jahren gelesen hätte, wäre es ein gutes Buch gewesen. Jede Woche will ich auf jeden Fall einen Captain Talk, so nenne ich das Format, rausballern. Es sind verschiedene Rubriken dabei. Das ist ein rein subjektiver Kanal. Ich laber da eigentlich nur Sachen, was mich interessiert. Egoistisch. Und nee, also ganz ehrlich, auf dem Kanal soll eher, sag ich mal, humorvolle Sachen passieren. Also ich will jetzt nicht irgendwie mit irgendeiner Scheiße nerven. Ich trage einen Captain America Anzug. Warum auch nicht? Okay, ihr merkt schon, irgendwo spielt auch viel Sarkasmus eine große Rolle. Ich sag mal, so ein YouTube-Vorbild kann ich ganz klar nennen. Ist schon InScope. Verfolgt die Videos schon sehr lange und ich finde einen witzigen Zeitgenossen. Grüße gehen raus. Ja, wenn man behindert ist, feiert man Behinderte und jeder ist auf seine Art behindert. Das ist auf jeden Fall mal eine gute Sache. Was das für ein Akt war, so ein Video jetzt halt irgendwo mal zu bestellen. Oh. Ja, also wie gesagt, wenn die ersten Videos jetzt, sage ich mal, nicht so super werden. Es wird, also wie ich schon gesagt habe, das Format heißt Captain Talks. Und das ist, sage ich mal, hauptsächlich ein Sprachrohr für mich, schon außerhalb der Musik. Klar, nur durch die Musik wird man irgendwo nicht gleich bekannter. Und ich nutze dieses Format auch, um irgendwo eine Reichweite zu generieren, ganz klar. Möchte ich auch ehrlich sein. Aber auch zum Teil, um meine Person irgendwo in den Vordergrund zu rücken. Ne? Dass man auch neben der Musik auch mal den Künstler, dass man den dann irgendwo auch mal sieht und auch wie der denkt oder tickt, dass man sich da irgendwo auch was vorstellen kann hinter der Person. Für mich war das jetzt ein guter Schritt oder ist es ein guter Schritt, das jetzt mal anzugehen. Oder ich mache es in 5 Jahren. Ich sag's in 5 Jahren. Ganz klar, Vorbild ist irgendwo auch in der Musik Kollege gewesen. Dadurch habe ich angefangen, Rap zu schreiben. Aber ich habe davor auch eher, sag ich mal, mich musikalisch versucht. Oh, I was here. Hat nicht geklappt. Wird wahrscheinlich auch im Kanal öfters mal zur Sprache kommen, weil die Hintergründe, wie meine künstlerische Ader irgendwo angefangen hat und was mich hier so vom Denken auch verleitet hat, sage ich mal, so einen Weg einzuschlagen. Man sollte aber nie vergessen, nebenbei trotzdem irgendwas Beständiges zu machen. Aber sich nebenbei irgendwas aufzubauen, muss man natürlich immer wissen, man macht es nicht irgendwie immer fürs Geld, sag ich mal. Ich meine, das ist doch das Beste, was es gibt, irgendwo mit
Geld zu verdienen mit etwas, was man liebt oder was man gerne macht oder wo man halt einfach mal eine Leidenschaft, sage ich mal, entwickelt hat. Und da werde ich auch im Kanal, sage ich mal, auch eher mal auch persönlich oder eine Persönlichkeit oder meine Sicht dazu einfließen lassen. Und im Format Captain Talks werden zum einen auch mal News erscheinen. Da werde ich in humorvoller Weise mal von der vorherigen Woche Nachrichten zu Gemüte führen. Ob es jetzt halt irgendwo YouTube-Nachrichten sind oder halt einfach mal, sage ich mal, was auf der Welt passiert. Aber ich werde auf jeden Fall Nachrichten nicht negativ vortragen. Finde ich, so ist meine Aufgabe oder habe ich mir zur Aufgabe gesetzt, gute Laune zu verbreiten. Schon allein, wenn man mein Aussehen sieht, ist ja gute Laune, oder? Und dann würde es halt irgendwo so passieren, sag ich mal, Nachrichten zum Beispiel. Skandal! Nico frisst Meerestiere. Große, süße Meerestiere. So ungefähr. Gerne auch Fake News. Sollte hinhauen, oder? Was gibt's Besseres, als jemanden beim Sprechen zuzuhören, der ein Captain America Outfit trägt? Sag ich ja mal, oder? Ja. Gerne auch mal auf meinem Instagram Feedback dalassen, was ich besser machen kann. Mann ey, 1000 Nachrichten wahrscheinlich, was ich besser machen kann. Hab nix gesagt, Leute. Perfekt. Ich werd's da mal einblenden. Ich werd's dann auch mal da einblenden. Ich werde es da hinten einblenden. Merkt schon, scheiße. Nee, das werde ich auf jeden Fall mal einblenden. Da werde ich dann auch schauen, dass ich jetzt auch mal regelmäßig Stories mache, regelmäßig poste, dass ihr da immer auf dem Laufenden seid, wenn es euch eigentlich interessiert. Wenn nicht, was soll ich tun? Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Oder wenn ihr da ein bisschen das cool findet, gerne mal diesen Smiley da lassen. Ich mag den, weiß nicht. Zum Schluss bleibt mir jetzt eigentlich nur zu sagen, dass ich mich auf die Zeit freue. Abonniert mich auf Instagram, weil dann seht ihr immer, wann das nächste Video erscheint. Eigentlich bleibt mir dann einfach nur zu sagen, Servus! Ton. Wo schaue ich denn eigentlich immer hin? In den nächsten Videos wird es vielleicht vom Humorfaktor ein paar Stufen draufgelegt, wahrscheinlich auch nicht, aber ein paar Stufen werden draufgelegt. Das sind Stufen. Mega. Komm in die Gruppe. 30.000 Euro. In 2 Stunden, Alter. Ja. Dieses Video wird dein Leben verändern. Bestimmt nicht scharf gerade. Lass ein kostenloses Abo da. Und ich werde dich, genau dich, du bist das Größte. Genau dich werde ich reich machen. Genau dich. Danke, dass du auf dieses Video geklickt hast. Geiler Typ. Dann läuft die Kacke schon. Sieht man nicht.